Ja, grüß dich, liebe Leute, hier ist wieder euer Donald und weiter geht's in Baudindelohen, und zwar Dannheim. So, wie immer schauen wir uns natürlich erst das Heft an, dann die Bauteile und dann, was gebaut werden kann. Ich wünsche euch auf diesem Wege viel, viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir ein bisschen wieder in die Kommentare. Und ich würde sagen, starten wir gleich los. So, liebe Leute, das Heft ist Brie 9. Schauen wir rein. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite seht ihr wieder die Teilchen, die alle mit dabei sind. Genau, und natürlich dann auf der nächsten Seite die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung. Ja, wieder auf zwei Seiten. Ne? Wir kriegen einen Draht. Okay. Na gut. Dann haben wir wieder hinter den Kulissen, und zwar Produktionstagebuch. Okay, da wird wieder viel für erzählt, was da so los war. Hier hat man ein schönes Bilderchen. Wunderbar. Und dann, wenn man umblättert hier, die Zeit vor Doc. Ne? Aha, und da wird hier der Christopher Lloyd ein bisschen näher erklärt, was der halt zurück in die Zukunft alles so gemacht hat. Ne? Hier seht ihr ein paar Bilderchen. Ja. Wunderbar. War auch mein Klingone. Wusste ich gar nicht. Okay. Jo, und dann geht's weiter. Und zwar eine kurze Geschichte dazu. Und zwar Gehirnwellenanalysator. Ne? Hier sieht man, ne? Wunderbar, schön viel Schriebs und da können wir schön lesen. Und ja, genau, hier sieht man, was in Ausgabe 10 mit dabei ist. Und zwar, der Rahmen, es wird größer, liebe Leute, und spannender zugleich. So, und hier sieht man nochmal, was in der Ausgabe alles drin ist. Und genau, das gucken wir uns jetzt an. So, wie immer machen wir das Tütchen auf. Die Kunststoffe raus. Ja. Okay. Da haben wir wieder so einen schönen Reifen. Ne? Haben wir jetzt schon mal gesehen. Aber ich zeige ihn nochmal, weil er wirklich nicht schlecht ist. Toll. Dann haben wir wieder die Felge. Dann haben wir wieder Schrauben, und zwar BP-Schrauben. So, da kommen wir zum kleinen Teilen. Die Felge ist natürlich Metall. Und hier haben wir die Radkappe, die ist Kunststoff, ne? So schön in Chrom gestaltet. Und wir haben dann natürlich noch einen Nabendeckel, wo das Zeichen drauf ist. So, hier sieht man es. Und hier haben wir noch eine Beschlagsscheibe. Upsa. Okay, so, schauen wir mal, wie wir vorgehen. Ich denke mal, also schwer wird es nicht sein. Wir nehmen den Reifen, ne? Dann nehmen wir die Felge, drücken sie hier rein. So, da brauchen wir die Felge nicht mal mehr, sag ich mal, heiß zu machen, das geht schon so. Gut, dann drehen wir das Teil rum. Da hat man hier drei solche Löcherchen, also insgesamt vier, aber drei außenrum. Und da müssen wir mal gucken, wie das so hält, also wie das so passt, weil das sieht man ja, dass die drei nicht gleichmäßig auseinander sind. Na, also es könnte eigentlich nur in einer Position passen. Schauen wir, dass die Stifte reingehen. So, wenn ihr das soweit habt, ne, dreht das rum. Hier könnt ihr nochmal kontrollieren, ob das passt. So. Nehmen wir eine Schraube, die habe ich natürlich nicht vorbereitet. Okay. So, dann nehmen wir das Teil nochmal her. Reindrücken. Okay. So, gucken wir mal.
Genau. Wird fest. Und dann drehen wir die drei Schrauben vorsichtig hier rein. Noch. Okay, und ja, dann kommt die kleine Dichtung, oder wie nennt man die? Beilagsscheibe, die tun wir hier rein. Ja. Und dann den Nabendeckel. Zack. Ja. So. Und schon sind wir wieder fertig. Ja. Gut. Wieder ein Rad mehr. Zip. Gut. So, liebe Leute, das war die Nummer 9 von Bau den DeLorean. Ja. Hier haben wir das Rädchen. Da wieder zur Seite. Und schauen wir mal, was nächste Ausgabe passiert. Das soll ja ein bisschen was Größeres kommen. Und ja, da bin ich schon gespannt drauf. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen mehr bauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ein Auge wäre natürlich nicht schlecht. Und ja, genau, das sieht man sich hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Daumen nach oben. Haut rein.